Hi ihr da draußen. Ja, wie ihr seht, bin ich geschminkt und irgendwie auch noch nicht geschminkt, weil Amu und Rouge und Gedöns, das mache ich erst im nächsten Video. Ich wurde halt ein paar Mal gefragt, ob ich nicht auch mal ein Make-up-Tutorial mit meinem Flüssig-Make-up machen könnte, und das mache ich jetzt mit euch. Ich werde jetzt die Hälfte vom Gesicht, oder eher gesagt, ich spule im Prinzip zurück. Und zeige euch dann die eine Hälfte, die schon geschminkt ist, und die andere Seite nicht. Und die mache ich dann mit euch zusammen. Vorab habe ich auf jeden Fall meine Perfect Face Base von P2 benutzt. Das werdet ihr aber jetzt nicht sehen, deshalb sage ich es euch jetzt. Und ich werde alle Sachen nennen beim Namen, und ich werde die auch nochmal überall reinschreiben. Und hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß oder ihr könnt euch da irgendwas mitnehmen oder wie auch immer. Dann sage ich mal viel Spaß. Ciao, ciao. Hi. Dann fangen wir jetzt an. Und zwar benutze ich, ohne dass mir da jetzt was rausläuft, dieses Flüssig-Make-up. Das ist das von Max Factor in der Farbe 1 Light. Also das blasseste, was es gibt. Obwohl das, selbst das ein bisschen zu dunkel für mich ist. Aber egal. Auf jeden Fall gebe ich mir da was auf die Hand erstmal. Und mache dann ein paar Patschen ins Gesicht. Die Seite habe ich ja schon gemacht. Die ist komplett gemacht mit Augenbraue abdecken, abpudern und ein bisschen konturieren. Dann benutze ich diesen Pinsel von Evelyn. Den habe ich ganz neu gekauft. Der ist zwar nicht ganz so optimal, aber er erfüllt seine Zwecke, da mein anderer ja so gehart hat. Und damit arbeite ich das Make-up jetzt erstmal auf. Wie gesagt, jetzt nur auf der Gesichtshälfte, weil ich die andere ja schon gemacht habe, damit das Video nicht zu lang wird. Und dann arbeite ich mir langsam, indem ich mir immer mal wieder ein bisschen Make-up nehme, das auf die Haut. Ich mache das so in tupfenden und gleichzeitig auch so ein bisschen kreisende Bewegungen. Ich kann das gar nicht beschreiben irgendwie. Das passiert so automatisch. Das habe ich mir halt so angeeignet, weil ich es damit, finde ich, für mich selber am besten in die Haut einarbeiten kann. Noch ein bisschen. Ach so, falls ihr euch wundert, warum ich hier unter der Augenbraue so rot bin, das kommt vom Augenbrauenzupfen, das habe ich nämlich gerade gemacht. Kurz vorher. Ups, rumpselbums. So, das wäre jetzt das Make-up. Das reicht mir jetzt so. Dann nehme ich von Alverde die Camouflage in 001 Sand. Das ist das ganz hellste. Die meisten, glaube ich, benutzen das 002, aber ja, ich weiß nicht, ich komme damit eigentlich ganz gut klar, mit dem ganz hellen. Das klopfe ich jetzt hier unterm Auge ein bisschen ein, um die Schatten ein bisschen abzudecken. Ich hoffe, man sieht das auch alles. Weil, wie gesagt, die Lichtverhältnisse sind jetzt hier gegen Nachmittag einfach gleich null. Und da ich ja heute den ganzen Tag unterwegs war, hoffe ich einfach, dass es hinhaut. Dann arbeite ich unten ein bisschen das Lippenherz raus. Und guck, wo ich halt noch so Unebenheiten habe, die decke ich dann noch so ein bisschen ab. Das ist ja bei jedem anders. Zumal ich im Winter einfach, also wenn es kälter wird allgemein, einfach so rote Flecken kriege. Die aber jetzt noch nicht so schlimm sind, dass ich da jetzt mit grüner Abdeckgeschichte dran müsste. Dann nehme ich mein P2 Feel Good Correction Mosaik, das Perfect Beauty 010.
Die Kamera fängt das ein. Ich muss jetzt meine Puderpinsel meine ich. Damit gehe ich da jetzt nochmal so drüber. Ich muss jetzt natürlich die Übergänge zum vorherigen Make-up irgendwie noch ein bisschen verarbeiten. Hals nicht vergessen, Ohren nicht vergessen. Sonst sieht das nämlich komisch aus. Und dann nehme ich den Essence Bronzing Kompakt Puder, Bronzing Queen 01. So rum für euch. Andersrum so rum. Ich weiß nicht, warum das so verkehrt rum ist. Dann nehme ich einen großen Puderpinsel, gehe da nur so ein bisschen rein, arbeite das meistens auch schon wieder im Deckel ab und gehe nur so ein bisschen hier über meine Gesichtskonturen. Mache ein bisschen hier unterm Kinn. Und dann nehme ich einen abgeschrägten Pinsel, gehe da auch noch so ein bisschen rein und mache das wieder oben weg. Und mache hier so ein bisschen an der Nase, an der Seite. Und hier auch hier unten drunter. Das ist für die Leute, glaube ich, ganz praktisch, die meinen, eine zu breite Nase zu haben. Dann habt ihr nämlich das Helle auf dem Nasenrücken. Das sticht dann hervor und das Breite, das geht dann halt zurück in den Schatten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das war das. Und dann muss ich nur noch meine Augenbraue machen. Und zwar benutze ich da aus der 120er Palette, aus der Palette mit den grünen, lila, pink Tönen, aus der ganz untersten Reihe das vierte von links. Das da, seht ihr das? Das benutze ich für meine Augenbrauen. Ich finde, das ist ein ganz passender Ton zu meiner Haarfarbe. Und dann nehme ich so ein abgeschrägten Pinsel und arbeite das damit zwischen die, auf die, unter die Augenbrauen Haare und schummel mir die einfach ein bisschen dunkler. Das war's auch schon. Dann nehme ich nur noch so ein Bürstchenpinsel oder Bürstchen. Kämme das noch mal ein bisschen durch. Und das war schon meine Make-up-Routine. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.